Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder richtig tolle Hot Wheels gefunden im Carrefour, im Supermarkt. Und also wirklich, in Deutschland finde ich diese Hot Wheels nicht. Und hier finde ich das einfach im Supermarkt. Das ist wirklich, wirklich sehr schön. Und ich zeige euch mal die Rechnung, wie viel ich ausgegeben habe. Plus diese Plastiktüte, die hat auch 12 Cent gekostet. Und wir haben hier eine Rechnung von 100 Euro wieder, die ich hier für Hot Wheels ausgegeben habe. Und ich zeige euch mal, was ich hier für 100 Euro gekauft habe. Ich greife einfach mal rein. Das sind Premium-Modelle von Spider-Man. Spider-Mobile. Mobil. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Das findest du auch witzig. Ja, Amazing Spider-Man. Das ist so retro-mäßig gemacht. Richtig cool. Wheel Riders, Gummiräder. Immer wirklich sehr toll anzuschauen. Und sowas von Marvel, sowas lasse ich nicht liegen. Dann habe ich hier Back to the Future. Das hatte ich ja gestern schon mal vorgestellt. Das habe ich nochmal mitgenommen. Mehrmals sogar, weil ich auch so ein paar Leute kenne, die auch diese Autos haben möchten und die sie dann nicht finden. Und wenn ich sie dann finde, nehme ich sie dann mehrmals mit. Dann kann ich denen das ja auch zuschicken und man kann so einiges tauschen. Und deswegen habe ich hier von Back to the Future 1, 2, 3, 4, 5 Premium-Fahrzeuge gleich mitgenommen. Und bei diesem Premium Back to the Future 3 gibt es aber keine Wheel Rider, wie man sieht. Steht nichts drauf. Das sind ganz gewöhnliche Plastikräder. Ich glaube, das ist einfach nur so dieses Design. Aber das ist aus Metall. Und ja, kann man sich nochmal genauer anschauen, wenn man es auspackt. Jedenfalls habe ich die mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen nochmal Onward. Ich weiß, ich kenne Onward jetzt wirklich nicht, aber dieses Auto hat so viele Details. Es hat sogar an der hinteren Scheibe so kleine Sticker. Dann nochmal ein Reserverad, Kennzeichen, wo etwas draufsteht und zwei verschiedene Felgen und Gummiräder. Deswegen, ich finde das einfach richtig cool. Die Karte ist auch wirklich schwer. Und was mir besonders gut gefällt, und das habe ich auch schon länger gesucht und zum Glück gefunden, ist Teenage Mutant Ninja Turtles Party Wagon. Das Partyauto von Teenage, diesen Ninja Turtles. Und auch mit Wheel Riders. Guckt euch das mal an. So richtig coole weiße Felgen mit echten Gummirädern, so einen großen Spoiler. Und auf dem Video kommt das nicht so rüber, aber in echt ist das wirklich, wirklich groß und schwer. Und hier oben steht nochmal Nickelodeon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und von dem habe ich sogar 3 Stück gefunden. Normalerweise nehme ich immer nur eins mit, weil ich möchte auch, dass die anderen Leute was bekommen. Aber ich kenne ja auch ein paar Menschen, die daran interessiert sind. Und denen bringe ich das dann auch mit. Party Wagon von Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, und alles in allem, das war die Rechnung für 100 Euro. Und ja, ich finde es cool. Das Auto, wie gesagt, gefällt mir am besten mit den Gummirädern, groß und schwer und dem Kartendesign. Und das war wieder so die Ausbeute von heute. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und viel Erfolg beim Suchen.